Friends. Heute habe ich mal was nicht so sonderlich Aufregendes für euch hier. Das ist von Schweiger. Hier steht LED, LCD, Plasma, Wandhalter. Maximal 178 cm. Jetzt mal ohne Scheiß. Diese Dinger, ich weiß nicht, guckt auf den Preis. Die haben grandiose 1 Euro gekostet bei Zimmermann in der Grabbelkiste. Ich glaube, die waren sogar noch ein Stück günstiger. Ich habe jetzt aber irgendwie kein Messer zur Hand. Also nehmen wir einen wunderschönen Stift, damit geht das ja auch. Ob ich hier jetzt einen 178 cm Fernseher dranhängen würde. Also ich habe zwar noch nicht reingeguckt, aber ob ich dem vertrauen würde, weiß ich nicht so genau. Oh, puh. Ja, auf jeden Fall hätten wir hier schon mal. Hier haben wir die Halter, die Wandhalter, hier ist die Bedienungsanleitung, hier ist Müll. Wo kommt der jetzt mal hin? Einfach dahin, scheißegal. So, dann gucken wir uns mal die Bedienungsanleitung an. Dann sehen wir hier auch, das heißt Schweiger LWH 1737. Bedienung Wandhalter. Okay. Wie macht man das? Also man hat diese beiden Wandhalterungen, diese Adapterhalterung, die man dann da reinlaufen lässt sozusagen. Eine ganze Menge an Schrauben, Dübel. Aber das gucken wir uns alles gleich nochmal an. So. Okay, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt trauen will. Löcher vorbohren. Ja, Löcher vorbohren ist ja schon gut, aber gibt es hier vielleicht sowas wie eine Schablone? Weil normalerweise ist doch ja immer eine Schablone bei. Nö, da sind noch Angaben. Okay. Abstandsangaben. Gut. Dann gucken wir uns die Dinger mal an. Ich werde es dann auch mal austesten. Ich denke mal, ich werde mir hier einfach einen Monitor hier oben drüber hängen. Hier haben wir auf jeden Fall die beiden Wandhalter. Da kommt schon. Geh auf. So. Hier haben wir diese Adaptergeräte, die man dann an den Monitor zum Beispiel schraubt und dann hier reinlaufen lässt. Oder man lässt die lässt man dann hier so den Monitor hier reinfallen sozusagen. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant gemacht, denn oh Gott. Okay, man hat hier echt mega viele Schrauben, also dafür braucht man auch eine Bedienungsanleitung. Ich dachte eigentlich, das wäre wesentlich einfacher gestrickt. Aber das ist schon wirklich okay. Oh, man hat aber auch wirklich gesunde Schrauben, die man dann in die Wand dübeln darf erstmal. Alter Walter, das sind natürlich ganz schöne Monster. Dann hat man hier halt seine vier Schrauben mit Dübeln, dann hat man irgendwelche Unterlegscheibengeräte. Oh mein Gott, so viele verschiedene Schrauben und Unterlegscheiben und Schrauben und Unterlegscheiben und noch mehr Schrauben. Okay, das werde ich mir dann wohl doch mal durchlesen müssen, bevor ich da irgendwas verkehrt mache. Und dann diese mega fetten Schrauben. Ich glaube, die kommen in den Monitor rein, beziehungsweise in den Fernseher. Ich hoffe, ich kriege die irgendwie in meinem Monitor verschraubt. Ansonsten hänge ich mich halt mit dem Fernseher hin. Was soll der Geiz? Irgendwo müssen wir ja noch einen rumstehen haben. Nur diese ganzen Unterlegscheiben, die sind mir ganz schön suspekt hier, weil es gibt wirklich nicht nur eine Handvoll Unterlegscheiben, sondern das Ding besteht komplett nur aus Unterlegscheiben. Hier und da. Okay. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal ein Video davon machen, wie das aussieht, wenn der Fernseher an der Wand hängt. Aber wie gesagt, die Teile sind vom Grabbeltisch gewesen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Euro für die Zeit. Ich glaube, 50 Cent, 20 Cent, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall billig. Deswegen will ich auch nicht riskieren, einen großen Fernseher damit an der Wand zu hängen. Weil ich sage mal, bis 178 cm. Das ist ein ganz schöner Karenzmann. Von der Zollgröße her. Gut, das war es erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar oder ein ähnliches da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.